eure Videos. Hi Leute, schön, dass ich da bin. Ich wünsche euch viel Spaß in Folge 165 und wir starten mit einer kleinen Überraschung. Da bist du noch ganz sauber im Kopf? Nils ist Feuerwehrmann. Ich werde Feuerwehrmann, ja. Und er lässt sich von seiner Frau, Freundin, Partnerin zum Gerätehaus bringen und plötzlich steht sie voll im Weg und... Ah, Panik! Ich kann sie so gut verstehen. Da denkst du, du hilfst und bringst den Typen dahin und plötzlich hältst du den Betrieb auf. Oh. Ach, du Heil. Schnee auf dem Dach? Kreisverkehr regelt. Und zu einer Versammlung ins Zunfthaus. Hä, da grinst der Blöde hinten raus. Links will einer ausparken und ich stelle mir das so vor, er sieht unsere Kamera und denkt sich, oh, der hält da vorne an, der lässt mich raus zum Ausparken. Oh, das ist aber nett. Alter, wie knapp. Da passte wahrscheinlich nur noch ein Pizzinocco-Haar zwischen. Ich denke schon, dass er auf der Autobahn fahren darf mit diesem Mokel, aber ich find's mutig. Ich find's mutig. Alter! Was hat man jetzt davon, dass man ausgewichen ist? Vielleicht ist die Felge kaputt, der Reifen hat auf jeden Fall einen mitgekriegt. Ja, und der andere fährt weg und freut sich, ne? Man soll da einfach stur draufhalten, damit bei dem anderen auch was kaputt ist, dann wird wenigstens von beiden Autos der Schaden bezahlt. Alter! Am Tag des Schleckers überfalls. Oma, bist du... Ich bin ja einer, der gerne hinter der Polizei steht und sagt, ja, mein Gott, lasse doch machen. Ja, aber dann gibt es wieder Sachen so wie dieses hier, da frage ich mich, muss das wirklich sein? Alter! Ach, die haben jetzt bestimmt einen super wichtigen Einsatz ohne Signaldingsbums, um keine Diebe zu erschrecken und rasen jetzt bestimmt davon. Ja, aber so nach Raserei sieht es jetzt auch nicht aus, ne? Ja, jetzt wo ich vorspule, da fahren sie schneller. Was zur Hölle? Also es war ja ultra riskant. Was? Lol. Was machen die da? Hä? Was haben die wieder umdreht? Hä? Was? Schon auf, ja. Hä? Naja, irgendeinen tieferen Sinn wird's wohl haben, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Bisschen viel Baustelle hier auf der Kreuzung. Links, da ist eigentlich der Radüberweg oder so gesperrt. Aber der Radfahrer macht's einfach anders. Der ist mal Radfahrer, mal Auto, mal Radfahrer, mal Auto, wie es sich gehört, ne? Da hat sich jemand erschreckt. Alter! Holy shit! Was meint ihr? Wenn der eine schon stehen bleibt, kann der andere da noch irgendwie orange oder was gehabt haben? Niemals, oder? Kann ja gar nicht grün gehabt haben, wenn sie schon stehen bleibt. Knapp, knapper Kerdens Video. Ja, was soll ich euch sagen? Unter der Verpixelung findet sich jemand, der mit einem Cappy unterwegs ist. Ja, ja, ganz richtig. Nix Helm. Ein Cappy. Einfach nur ein Cappy. Stürmischer Sturm heute Morgen. Guten Morgen. They claim to have 117 million user details from LinkedIn
Kannst du die nicht bitte wieder hinstellen? Ja. Ach so, okay. Wahrscheinlich ist er schon der Fünfte, der das heute macht. Der weiße LKW da ist wieder einer von der Sorte, die es mal wieder viel zu eilig haben. Boah, ich kann so eine Leute nicht leiden, ey. Muss man wirklich in diesen Ein- und Ausfahrten von Autobahnen, muss man da wirklich überholen? Hä? Kommt's da drauf an? Kann das nicht noch warten? Bis gleich, bis alle sich vernünftig wieder auf der Autobahn eingefädelt haben. Ach, sowas Dummes, ey. Ja, finde ich auch. Da kann man ruhig mal hupen. Oh, das ist aber eine schöne Rettungsgasse geworden. Hihihi. Und manche denken, oh, guck, die machen in der Mitte Platz für mich. Die Geschichte beginnt hier, obwohl die Sache erst nachher kommt. Die Frage ist, warum? Da vorne der LKW, der GLS-LKW, der macht plötzlich den Schlenker nach rechts und fährt um einen Skoda-Kombi drum zu. Ob der Skoda geschlafen hat oder Auto abgebockt oder was, keine Ahnung. Puh, mein Gott, nichts Schlimmes. Tja, der Skoda ist schuld. Der hat schon neben dem LKW gebremst, ist dann rechts rübergezogen, hat wahrscheinlich die Front vom LKW berührt. Der LKW merkt das nicht, der Skoda dreht sich dreimal. Tja, selber schuld, alleinige Schuld. Was vorher bei der Ampel gewesen ist, das spielt für die Polizei keine Rolle. Das hier, das ist der Unfallhergang. Ob jetzt sich der Skoda so provoziert gefühlt hatte von dem LKW, dass er ihn jetzt unbedingt ausbremsen wollte oder was, aber naja, hat ja den richtigen erwischt. Aber da sieht man es wieder, ne? Lasst euch nicht prophezeien von anderen Leuten, lasst euch doch anhupen. Wenn ihr mit 75 durch die 70-Zone fahren wollt und anderen geht das nicht schnell genug, ja, dann lasst sie überholen, lasst sie hupen, aber lasst euch nicht prophezeien. Unsere Kamera waren die einzigen, die angehalten hat. Nach 15 Minuten hat mal einer nachgefragt, ob man noch Hilfe braucht, aber nö, und dann kam auch die Polizei bald. Ja, ich weiß, für die einen mag es langweilig sein, aber ich sehe das gerne, diese Choreografie da, die da abhalten. Ich finde es cool und deswegen läuft das jetzt hier auch mal. So, vor Weihnachten. Yannick nennt das eine Nahtoderfahrung. Ich habe mir den Clip schon angeguckt und muss sagen, ja, stimmt, ne? Es fehlte nicht viel, aber was willst du machen, wenn dir solch Bekloppten entgegenkommen? Kannst du nix
machen. Danke fürs Pixeln, Horsepower Dashcam. Bei diesem Clip fühle ich mich aber noch genötigt, etwas zu sagen. Man kennt es, ne? Alte Reifen und dazu Sommer und nach langer Regenpause endlich mal wieder Regen. Die Straße wird richtig schmierig, weil der ganze Dreck da drauf ist. Und das, wie gesagt, in Kombination mit seinen alten Reifen. Och, dieses verfickte Scheißding ist doch aus! Totwinkel, die 5-9 ist. Hier drängelt euch nicht von rechts kommend vor einen LKW. Rechts neben dem Fahrerhaus immer böse. Wart nicht am falschen Ende, Leute. Kauft euch neue Reifen. Nach 7-8 Jahren ist wirklich der Ofen aus. Ich habe es genauso erlebt. Also genauso wie er da mit 7 Jahre alten Reifen. Ich bin dann sofort zum Händler und habe gesagt, hier, ich brauche unbedingt neue Schlappen. Ja, also nie wieder sparen am falschen Ende. Das steht fest. Wir sind ja nicht bei Super Mario Land, ne? Wir haben nur ein Leben.